Spaß, was macht ihr denn? Ja, Free Rossi, ich flipp aus. Ja, die machen jetzt irgendwas. Also kann passieren. Das. Mutter, ich muss dringend auflegen. Ich habe meinen Sohn beim Wichsen erwischt. Eine Spacken, Digga. Diese Bastarde, Mann. Ich hab Waffe gehalten. Ich sag Hände hoch oder ich schieße. Er holt Waffe raus und schießt auf mich ohne Schusseinkündigung. Bruder, habt ihr gesehen, wie man das erledigt? Dr. Osman, Bruder Osman raidet mit einer Gruppe von 5 Personen. Ross Osman, Bruder, gute Besserung. Ich habe gehört, du wurdest im Knast von beiden Seiten genommen. Ehre, Ehre. Michi RP, was geht, Bruder? Alles fit bei dir? Hilfe, auf mich wird geschossen. Hilfe! Aber Hilfe! Wenn ihr schießen wollt, verpisst euch doch mal! Wirklich! Sage das dem Piloten. Was willst du dem Piloten sagen? Wohin fliegst du? Ja! Hallo. Ich habe Hallo, zu Mann. Gott gebetet! Ich habe zu Gott gebetet! Lösen Sie mir meine Handschellen! Was möchten Sie hier drin? Warum ziehen Sie eine Waffe? Sonst ist mal die Waffe an, die ich habe. Eine Machete. Ja. Und wissen Sie was? Was? Sie werden sie jetzt gleich mal spüren. Lassen Sie mich in Ruhe. Ah! 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 So, jetzt haben Sie die Dienstnummer vergessen. Nee, vergessen Schönen habe ich Aufenthalt nicht. in der Hölle. Nein, das sind Rote und so. Die Kuschel. Ja, wir sind unsere Leute, kleine Fotzen, Digga. Einer ist noch ja, ein. Auch gefickt, Digga. Hier unten, hier unten. Wer seid ihr, Alter? Wer seid ihr? Hey, die verschicken sich im Gewisch, passt auf. Hier unten. Boah, 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 boah. Hier unten, die Alte. Ah, Scheiße! Digga! Egal, wir haben die gut gefickt, Digga. Wissen ja, Sie? Das war ein langfristiger Fehler, den ich begangen habe, aber ich weiß jetzt, was ich will. Ich will's auch. Minze? Von Labello. Mhm. So, übrigens mein erster Kuss. Dafür gar nicht mal so schlecht. Zu später Stunde, 19 Uhr 47, haben es geschafft, sich 17 Mann zu formieren. Die Bruderschaft steht aus ihrer Asche empor wie ein Phönix, verbrannt die alte Leiche und nun verkommen. Erwachsen gekommen, rausgekommen zu einem neuen Körper, auf das unsere Pracht über die Insel schreiten mag und alle anderen Orgas fertig machen. Ah! Mach die platt! Ich war 3 Tage im Staatsgefängnis. Und Sie gleich wissen, kommt er wieder vorher und sagt, ja, Familie. Sie wissen nicht, was ich in diesen 3 Tagen alles erlebt habe. Meine Haare sind ausgefallen. Das ist der Stress, der mich peinigt. Der mich plagt. Ich hab die hier für Sie. Hab ich noch dabei. Ach, da. Oh, kleiner Augenblick, geschäftlich. Eine Minute. Herr bitte, Agent? Nein. Digga, hat er gerade einen Admin-Befehl gemacht? Wie hat er mir das drüber gemacht? Aber es sieht nicht schlecht aus, Alter. Knast? Alle! Was ist denn hier los? Und du Uhrensohn, ich fick deine Toten. Hallo, kleiner Hund. Bist du hungrig? Oh, Vorsicht, nein, nein, lass mich. Bleib auf Abstand. Hallo, Hilfe! 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 Der ist tollwütig.
Toll, ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was ist das? Hilfe, der ist tollwütig, Hilfe! Casino lief richtig gut. Mich hat ein Hund angegriffen. Ja. Mich hat ein Hund. Ja. Nein, weg! Weg, 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 weg! Hilfe, Hilfe! Was ist hier los? Hilfe! Nee, das passt ja einfach nicht so. Dicker, will er mich? Hilfe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Willst du ein Leckerli? Willst du ein Leckerli? Ach Mensch, der Hund ist ja da drinne, Mensch! Hilfe! Ich Hilfe! Komm, Mensch, komm doch mal Hilfe. Raus hier! Ach, das ist ja fürchterlich! Der hat mich angegriffen! Der hat mich das gebissen! Ist, Mensch, ja, ich hab nichts gesehen. Geht's euch gut? Uns geht's gut, wir sind nur gerade kurz beschäftigt, Jungs. Ach so! Ah, okay! Die Scheiben sind beschlagen, das Ding wackelt hin und her! Ich glaube, die wechseln. Wollen euch nicht aufhalten, ne? Ich weiß euch. Die wechseln die Innenräume. Ich muss aufschreiben: 83639. Burak! Jungs, Burak. Ich bin bei the way. Viel Spaß. Passt auf euch auf. Treibt's nicht zu wild. Und okay. Immer schön verhüten. Alles klar, Breki. Hä? Ein Speicher? Kein Problem, kein Problem. Ja, ich war ja sehr lange weg, ne? Ja, worüber hatten wir nochmal gesprochen? Ah, wegen neue Geschäfte. Wird was angetan? Oh, ich saß hier, hab richtig Panik. Nein, ich hab Panikattacken gehabt, weil ich dachte, die schlagen dich hier zusammen und ich kann nichts machen. Und das kriegt er von mir wieder. Und ich weiß auch genau, wie ich ihn damit bekomme. Glaub mir, ich kenne ihn zu gut. Und das kriegt er doppelt und dreifach wieder. Und der Dulli mit dieser scheiß Naomi, ich weiß ganz genau, dass es eigentlich Nicole ist, die sich den Namen geändert hat. Und wenn das Nikolai rausbekommt, dann wird dir aber sowas von gehängt. Das ist wirklich Nicole. Natürlich ist das Nicole, ich weiß, dass es Nicole ist. Und wenn Nikolai das weiß, dann ist das die Erste, die gehängt wird. Ja, ganz einfach. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass Rossi seinen eigenen besten Freund verraten hat, weil er wusste, dass es die Ex-Frau von Nikolai ist. Und er hat so getan, als wenn er es nicht wusste. Und das ist sein größtes Geheimnis und das weiß ich. Und wenn Nikolai das rausbekommt, dass Rossi so ein 31er ist, also dann Prost Mahlzeit. Und glaub mir, das kriegt er doppelt und dreifach wieder für das, was er mir jetzt gerade mit dir angetan hat. Ja, aber was hat er wusste schon immer, dass er nichts in der Hose hat. Aber dass es so wenig ist, das wusste ich wirklich nicht. Oha, Lia, chill doch mal, Digga. Oder? Ja. Wie sie möchten. Ja, 87042. Ja? Und der Name? Ja, kommen Sie auf die Seite, ich gebe mir meinen Ausweis. Ja, geben Sie mir doch einfach Ihren Namen. Ja, Yusuf. Weiter? Aga. Okay, eingespeichert. Ja, rufen Sie mich einfach, wenn Sie Anmachsprüche brauchen. Ja, mach ich, danke Ihnen. Zwei. Ja. Anhalten oder es knallt. Wer ist das? Ah, scheiße. Ja, dann soll der doch, dann mach doch keinen Faxen, Samudi. Digga, da gibt's nicht. Ich. So. Oder die Stimmung. Hey, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Die Stimmung ist wie sagt man, angeheizt. Hilfe, Jungs, Hilfe. Ach so, scheiße. Ja, wir. Keine Auseinandersetzung. Ah, scheiße. Ja. Hey! Sehr gut. Ey, ich hab Malo geholt. Ortet meine Party. Malo, hiermit werden Sie jetzt geblattoutet. Schnell. Wie wenn ich mein Handy nicht hab, du behinderter junger Mann? Hab ich hier alle Nummern im Kopf oder was? Ja, das wäre mir in so einem Fall auf jeden Fall. Also ja. Tam, ruf an, 83639. Wie bitte? 83639, ruf an. Jetzt auf einmal weiß der eine Nummer, wa? Warte mal. 83639. Ja. Ey, Digga, deine Mama ruft dann. Halt mal an, ich muss rangehen. Wenn sie weitermachen, dann kommt eine schwere Bartenbeleidigung dazu. Mach die Schwere jetzt einfach auf, wirklich. Hat er schon übertrieben. Digga, sie hat mich gerade angerufen. Ich muss rangehen, Amanda Köln. Halt mal an. Ich glaube, es war ihre Nummer, wa? Was, wenn ich wieder vorbeikommen soll? Alter. Ach du Scheiße. Natürlich war es meine Nummer, du Lappen. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. In die Hände zu erheben. Ist eigentlich komplett länger, oder was? Sie haben mir jetzt Folge zu leisten. Ich werde die Lady beschützen. Oh, verpiss dich. Da. Es war natürlich sehr gut. Ich habe extra noch gesagt, pack die Waffe weg. Ich hab's noch gesagt. Ihr packt sofort eure Waffen weg, sonst knallt's. Ja, okay, wir steigen aus. Steigen Sie aus. Ja, Jungs, kommt mal alle her. Die haben Kalal auch umgeschossen. Ey, die schießen auf mich, die schießen auf mich! Ich
kleine Kach! Ey, da sind die, da sind die! Ey! Ja, yeah, schloss ihn runter, okay. Oh, die sind explodiert! Die sind explodiert! Der Mediziner hat uns geholfen! Lassen Sie die liegen! Lassen Sie die liegen! Wir lieben Sie! Bitte kommen Sie mit! Dann können wir uns in 3 Minuten an der Theatergarage treffen. Okay, Basti, gib mir eine, alles gut. Aber komm mal bitte zur Theatergarage, um ein Backup zu geben. Ich werde mich dort auch equippen müssen. Alles klar, ich bin gleich da. Danke, Familie. Ey! Nein! Mit dem Zylinder ist der Manager. Ach, der Zylinder-Manager. Guter Mann. Ja. Breitenberg, mein Name. Einer Ihrer edelsten und besten Kunden. Ja. Ach, stehen Sie auf, bitte. Mille grazie, fratello. Nicht nötig. Oh, mille grazie. Okay. Drum sei es, Ihnen ist verziehen. Aber ich möchte anmerken, dass die Tacos auch etwas wärmer gehalten werden müssen, damit die Bakterien absterben. Ja, ja, also warte nicht. Das ist denn. Muss komplett los. Das ist der nackte. Das war der nackte Mann. Danke euch, Leute. Danke, danke. Ja, Breiti? Mutter, was ist denn los? Sie brechen mir das Herz. Ich habe keine Zeit für dich, so eine Mannschaft. Wie keine Zeit? Kleine Cash. Die kommen, die kommen. Schieß, 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 schieß. Sehr gut, Jungs. Halten, halten, halten. Halten rein da. Noch einer liegt, noch einer liegt. Noch einer liegt. Ey, sehr gut, Jungs, sehr gut, sehr gut. Einer stabilisiert da hinten. So, weiter so. Weiter so, weiter so. Halten, du Hund, du Hund. Ey, sehr gut, Jungs. Wallah, ja, kommt ihr, Wichser, kommt jetzt. Ich muss auch ziehen, Digga. Ja, zieht. Die Nebenräume haben uns, die Nebenräume haben uns. Die Nebenräume müssen uns haben, nicht vergessen. Der rechte Zeigt Nebenraum euch. Sind alles Ding, Cops. Zeigt euch nicht zu viel, zeigt euch nicht zu viel. Ich hoffe, meine Mutter hat das richtig gut. Es liegen so viele. Die sollen alle kommen, wir werden dann gleich einfach rausrennen. Und go. Einfach wegschippern? Okay, komm. Einfach wegschippern, ja. Okay. Okay, Hände hoch oder es knallt, Hände hoch oder es knallt, Hände hoch oder es knallt. Keiner Hände redet hoch. Mehr, keiner redet mehr. Keiner Hände hoch, Hände hoch, hoch sofort. Hände hoch. Scheiß, sofort. Ey, Hände hoch. Hände hoch, 3, 2, 1, go. Warum auf mich? Warum auf mich? Achso, Entschuldige. Ey, was machst du da? Verzeihung, aus Versehen. Ich dachte, er wäre FIB-Agent. Okay, ja, ich dachte... Ey, flüchte einfach. Ja. Wollt ihr schippern jetzt? Okay. Was ist hier los? Ich verstehe, was du meinst mit dem Prinzip so und so, aber die kann ja nicht die ganze Zeit Krieg führen, weil sich Waffen kaufen und mit dem Gewissen, dass ihr Freund die ganze Zeit die Waffen zurückverlangt, das ist doch lächerlich. Kollege. Was wollen Sie von mir? Komm mal mit. Sie können erstmal auf Abstand bleiben, ich habe hier was zu klären. Du kannst mal mitkommen, ja? Ey. Wohin? Wenn ich dir sage, du kommst mit, dann kommst du mit, du Puto. Eine Sekunde. Machen, hast du das verstanden? Nein, du bleibst. Meine Herrschaften, dieser Herr meint, ich soll mit ihm mitgehen. Ey, was hey. Ist mit um was geht? Was wird das jetzt hier? Ich bin ausgerutscht. Hände hoch oder was ich schieße. Hände hoch. Du kleine Fotze. War das dem Gebäude? Ey, Jungs. Baby, das mit dir und mir geht viel zu weit. Fick auf diesen Hype, Baby, fast live. Hey, Baby, schau mir in die Augen, so viel Fragen.